Also ich würde D sagen. D? Bist du sicher? D. Gut, dann logge ich dich jetzt ein. Tja, Miguel, Antwort D ist richtig. Okay, aber jetzt kommt die 200.000-Euro-Frage. Jetzt mal bitte eine anständige Frage. Also, welcher berühmten Mailänder Passage ist die Leipziger Mädler-Passage nachempfunden? A. Der Galleria Vittorio Emanuele. B. Der Galleria di San Michele. C. Der Galleria Maria della Vittoria. Oder D. Der Galleria del Quirinale. Was ist das für eine Frage? Das ist eine 200.000-Euro-Frage. Was erwartest du? Also, ich sehe schwarz. Wenn du dich wirklich bei dem Quiz da bewerben willst, dann muss das besser werden. Sie könnten ja vielleicht Ihren Quizpartner anrufen. Zimmermann? Also gut, ich würde sagen, Okay, ich habe verstanden. Wie war's? Maria della was? Maria della Vittoria. Danke. Einsatzmänner, ein Toter in der Stuttgarter Allee. Vittorio Emanuele. Und jetzt Schluss, wir müssen. Wo liegt der Tote? In der Waschküche. Gleich. Vorgehen. Na, wie sieht's aus? Wir können, wir sind dann soweit fertig. Der Rigor ist noch nicht ausgebildet. Die Leichenstarre, Frau Doktor. Gut aufgepasst. Ich schätze, er ist höchstens 1 bis 2 Stunden tot. Die Fingerabdrücke wurden abgewischt, vermutlich mit einem Wäschestück oder Ähnlichem. Aber alle Spuren genau auszuwerten, wird eine Weile dauern. Er sieht ja, wie viel Zeugs hier rumliegt. Wahrscheinlich hat sich das Opfer über die Wäsche gebeugt, als der Täter zugeschlagen hat. Also der Tote heißt Andreas Hennebach, 52 Jahre alt, wohnt hier im Haus. Ansonsten ist das Portemonnaie bis auf den Ausweis komplett leer geräumt. Hennebach? Sagt mir irgendwas der Name. Gerda Hennebach. Genau, ist es nicht die Frau, die vor ein paar Wochen die Million bei diesem Quiz gewonnen hat? Stimmt, das Leipziger Superhirn. Hm. Naja, dann, Ina, komm mit. Hallo? Guten Tag. Frau Hennebach? Ja? Mein Beileid. Troschke. Hauptkommissar Troschke, Kripo Leipzig. Das ist meine Kollegin Ina Zimmermann. Guten Tag. Elke Eisen. Ich bin die Nachbarin. Oder besser Freundin. Ja gut, dann kommen Sie doch bitte gleich mit mir. Soll ich dir dann noch einen Kaffee machen? Nein, danke. Hab ja noch. Oh, das ist ja... Das ist ja ein tolles Stück. Hat mein Mann gekauft. Aber ich schaff's nicht mal, meine CDs darauf abzuspielen. Ja. Dafür haben Sie 1 Million gewonnen. Leider. Könnte es sein, dass der Tod Ihres Mannes mit dem Geld zu tun hat? Womit sonst? Der hat sich aufgeführt wie ein kleines Kind. Der hat die Taschen vollgestopft mit Bargeld. Und da draußen hängen so viele rum und haben nichts. Keine Arbeit, kein Geld. Haben Sie vielleicht eine Videoaufzeichnung von diesem Quiz? Ich hab's leider verpasst. Danke. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Beim Frühstück, bevor ich zur Arbeit ging. Wo arbeiten Sie, Frau Hennebach? Im Gartencenter. Er war in der Erwachsenenbildung. Lehrer für Deutsch und Russisch. Russisch war für ihn die allerschönste Sprache. Haben die Hennebachs Ihnen mal gesagt, was Sie mit dem Geld vorhatten? Nein. Über sowas unterhält man sich doch mal. Ja, schon, aber... 1 Million ist ziemlich viel Geld. Das macht manche Leute nervös. Manche werden gierig. Das ist Oliver, der Sohn. Aha. Also, wenn es einer auf das Geld abgesehen hat, dann er. 2 Jahre hat er sich nicht blicken lassen. Aber jetzt, wo das Geld da ist, steht er dauernd auf der Matte.
Ich habe schon um 4:30 Schluss gemacht. Mir war nicht gut. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Da war ich so um 6 hier. Gehen Sie öfter zu Fuß nach Hause? Ich dachte, die frische Luft tut mir gut. Vor 125 Jahren, am 9.6.1878, gründete Ernst Pinkert in Leipzig einen kleinen Privatzoo, den heutigen Leipziger Zoo. Pinkerts Interesse an den Tieren kam durch seinen Beruf als A. Zoologe, B. Biologe, C. Gastwirt oder D. Anthropologe. Da würde ich gern meinen Quizpaten fragen. Gerne doch. Erich Wiedemann. Ja, Pinkert hatte 1873 die Gaststätte zum Pfaffendorfer Hof übernommen und wollte die Gäste mit exotischen Tieren anlocken. Die Antwort ist C, Gastwirt. Und das ist korrekt. Darf ich fragen, was Sie mit der Million machen werden? Ja, die habe ich ja noch nicht. Hier ist die Frage. Am Eingang der deutschen Bücherei prangen die drei sogenannten Gaffköpfe. Welcher der folgenden Herren ist nicht dabei? A. Goethe, B. Bach, C. Gutenberg oder D. Bismarck? Ich hätte gern einen schönen Garten. Also mit gutem Boden und viel Sonne und windgeschützt müsste er sein. Und er müsste 5000 Quadratmeter haben oder noch besser 10.000. So anspruchsvoll sind Sie wohl gar nicht. Sie sollten aber am besten erstmal die Millionenfrage beantworten. Ja, ja, Entschuldigung. Bach, B. Bach gehört da nicht hin. Die Gaffköpfe sind Goethe, Gutenberg und Bismarck. Tut mir leid, Frau Hennebach. Sie haben die Million. Erich Wiedemann, geboren 1960 in Delitzsch, ledig, arbeitet als Nachtportier im Hotel Elsterhof. Vor der Wende wurde er mehrfach verhaftet, weil er mit Autoteilen und Heimelektronik aus dem Westen gehandelt hat. Nach der Wende war er kurz mal als Wachmann bei einer Elektronikfirma, wurde 1990 aber zu 2 Jahren verurteilt, weil er Einbrechern beim Einstieg in die Firma verholfen hat. Und jetzt ist er sauber. Offiziell schon. Was ist mit dem Sohn von den Hennebachs? Der ist 23, studiert Jura und nennt sich freier Musikproduzent. Hat wohl auch mal sowas wie einen Mini-Hit gehabt mit ein paar Hip-Hopern aus Leipzig, aber... Ja, waren es A-Linie 38, B, J.J. Cone Island oder C... Jan, kümmere dich um diesen Sohn von den Hennebachs, um diesen Oliver und was sagt die Spurensicherung? An der Leiche wurden Textilfasern gefunden, aber genaueres wissen wir erst morgen. Und ich denke ja, wir haben es mit einer Affekta zu tun. Wahrscheinlich kannten sich der Täter und das Opfer sogar. Jedenfalls muss der Täter eine Mordswut gehabt haben, sonst hätte er nicht dreimal mit voller Wucht zugeschlagen. Das könnte auch ein Raubüberfall gewesen sein, ne? Glaube ich nicht. Bei einem Raubüberfall hätten die Täter ein Messer oder einen Totschläger benutzt oder sowas. Auf jeden Fall nicht auf irgendein Rohr zugegriffen, was da zufällig rumliegt, oder? Gibt's Zeugen? Nee, nichts. Aber wir haben noch nicht alle Nachbarn durch. Und einer muss das Alibi von der Gerda Hennebach überprüfen. Ja, guten Tag, mein Name ist Eisen. Ich habe nur mal kurz eine Frage. Wenn ich bei Ihnen ein Schließfach anmiete, wird der Inhalt dann irgendwie registriert? Ja, danke. Wiederhören. Was wegen der Beerdigung unternommen? Nein. Ich könnte ja mal ein paar Prospekte von verschiedenen Beerdigungsinstituten besorgen. Was meinst du? Ja, es wäre schön. Ja. Na dann, bis später. Ja, tschüss. Tschüss.
Herr Wiedemann? Ja? Trautschke, Kripo Leipzig. Sagen Sie, das ist doch eine Anlage von den Hennebachs. Ja, bringen Sie zurück. Frau Hennebach kann nichts damit anfangen. Genauso wenig wie mit der Kiste da. Die hat den Mann auch gekauft. Braucht kein Mensch. Nützt höchstens der OPEC. Ach, die hat ihr Mann. Tja, wenn seine Frau auch eine Million gewinnt. Sie sagen es. Seine Frau. Die macht sich auch gut als trauernde Witwe. Wieso? Hatte die was mit dem Hennebach? Ach übrigens, wenn Sie zu Frau Hennebach wollen, die ist nicht in ihrer Wohnung. Die finden Sie oben auf dem Dach, bei ihren Pflanzen. Ach, sagen Sie, wieso hat Frau Hennebach eigentlich Sie mitgenommen, nicht Ihren Mann, zu dieser Quizshow? Quizshows waren unter seinem Niveau. Ich habe doch noch eine Frage, und zwar... haben Sie gestern zwischen 17 und 18 Uhr nichts mitbekommen? Nein. Wo waren Sie da? In meiner Wohnung. Allein. Ach übrigens, der Fahrstuhl ist kaputt. Ich weiß. Das tut gut. Schön haben Sie es hier. Tag. Tag. Die Stones. Als die 73 in München waren, habe ich allen Ernstes überlegt, ob ich nicht in den Westen abhauen sollte. Mein Mann hat die Stones gehasst. Der hat nichts akzeptiert außer Bach. Hatten Sie denn auch Gemeinsamkeiten? Der Alltag, die Gewohnheiten. Morgens aufstehen, abends schlafen gehen, essen. Bisschen wenig, was? Aber ich hab's nicht mal gemerkt. Und wann haben Sie es gemerkt? Mit einer Million wird der Alltag überflüssig. Man kann tun, was man will. Und da merkt man dann, dass man völlig unterschiedliche Vorstellungen hat. Haben Sie mal das Auto da unten gesehen? Und im Keller stapeln sich die Champagnerkisten. Können Sie gerne eine mitnehmen. Ist nicht meine Welt. Meine auch nicht. Haben Sie dem Herrn Wiedemann eigentlich ein bisschen Geld abgegeben von Ihrem Gewinn? Nee, noch nicht. Aber ich habe an 10.000 Euro gedacht. Finden Sie das zu wenig? Tja, der hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Jetzt, nachdem Ihr Mann tot ist. Ich habe kein Verhältnis mit ihm, falls Sie das meinen. Und darum kann er sich auch nicht mehr Hoffnung machen. Entschuldigung. Hennebach? Ja. Was denn, ist es so dringend? Ja, ich bin in einer Stunde da. Tschüss. War nichts Wichtiges. Sagen Sie, hatte Ihr Mann ein Verhältnis? Möglicherweise mit Elke Eisen?
Wie kommen Sie darauf? Oh, nur so. Ich kenne Elke seit 10 Jahren. Sie ist meine beste Freundin. Geht's? Ich glaube, das ist Ihre. Kommissar Alvarez. Ich habe mir erlaubt, in den Taschen nachzusehen. Ich meine, Sie spazieren hier einfach rein. Was ist passiert? Einbrecher. Zwei Maskierte. Die haben mich überrascht. Ich war hinten im Studio. Bei ihrer Flucht müssen die wohl über Sie gestolpert sein. Was fehlt was? Ein paar hundert Euro und eine Digitalkamera. Das ist schon komisch, was in letzter Zeit so passiert. Erst gewinnt deine Mutter eine Million, dann wird dein Vater in der Waschküche erschlagen und anschließend wirst du auch noch mitten am Tag ausgeraubt. Tja. Ich glaube jetzt alle bei uns etwas zu holen. Die Zeiten sind schlecht. Also deshalb deine Mutti neuerdings wieder so lieb, ja? Meine Mutter braucht mich jetzt, okay? Die Arme weiß doch überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Würden Sie das bitte sein lassen? Wo warst du denn gestern, als dein Vater erschlagen wurde? Ne? Hier im Studio. Ich habe mit einer jungen, talentierten Nachwuchssängerin geprobt. Und wie heißt sie? Natascha Müller, Gotha Straße 7. Wenn dir deine Mutti so am Herzen liegt, warum hast du dich denn die letzten Jahre kaum noch blicken lassen? Weil sie aus nicht zu holen war oder lagst du am Stress mit deinem Alten? Wie denn noch? Ich hatte einfach keinen Bock, mich von meinem Vater zulabern zu lassen. Das ist alles, Kommissar Alvarez. Sie ist ja doch nicht geklaut worden. Klasse, danke. Ich dachte wirklich, die ist weg. So, jetzt setzt du dich hin und erzählst mir noch mal ganz von vorne, was hier wirklich gelaufen ist, okay? Wir haben uns mal ein bisschen mit unserem Leipziger Superhirn beschäftigt. Ja, dann schieß los. Also normalerweise fährt sie jeden Abend mit dem Bus von der Arbeit nach Hause. Nur ausgerechnet an dem Tag, als ihr Mann ermordet wird, will sie zu Fuß gegangen sein. Das sind 8 Kilometer und nicht besonders idyllisch für einen Spaziergang. Und sie macht in der Regel immer um 19 Uhr Feierabend. Nur gestern hat sie schon um 16.30 Uhr Schluss gemacht. Wenn sie also mit dem Auto gefahren wäre, wäre sie genau rechtzeitig zu Hause gewesen, um ihren Mann umzubringen. Außerdem hat sie gelogen. Ihre Kollegen haben ausgesagt, dass sie nach der Mittagspause völlig durch den Wind war. Und jetzt rate mal, warum. Ajo? Also, warum? Ich muss jetzt Schluss machen. Ihr Sohn hat es aber eilig. Wann hatten Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Wann, Frau Hennebach? In der Mittagspause. Interessant. Und? Was und? Sie haben sich gestritten. Die Nachbarn, die haben das gehört. Ging es ums Geld? Wie viel haben Sie Ihrem Sohn gerade gegeben? Es geht Sie nichts an.
Haben Sie Ihre Millionen etwa auf dem Girokonto? Nein. Die hat mein Mann angelegt. Und wie hat er es angelegt? Also das interessiert mich einfach, wie man eine Million anlegt. In Aktien, in Anleihen. Lass mich in Ruhe. Immobilien. Das Geld interessiert mich nicht. Gehen Sie rein und holen Sie sich den Rest. Warten Sie. Das tut mir leid. Entschuldigen Sie. Ich bin's nochmal. Ich brauche einen Beschlagnahmebeschluss für die Kontounterlagen von Andreas und Gerda Hennebach. Entschuldige, die Bankunterlagen. Ah ja, danke. Das ist ja unfassbar. Das sind ja nur noch 130.000 Euro auf dem Konto. Von einer Million. 200.000 vor zwei Wochen, dann das Auto, ein paar Kleinigkeiten. 400.000 vorige Woche und heute nochmal 150.000 für Ihren Sohn. Ja, ich habe mich gleich gefragt, wie er sein Tonstudio finanziert. Der hat der Technik im Wert von 250.000 stehen und hat seit einem Jahr keinen Job mehr gehabt. Also ich will genau wissen, wofür er diese 150.000 Euro braucht. Was mit seinem Alibi? Heißt Natascha und hat mindestens dreimal wiederholt, wie toll sie mit ihm gearbeitet hat. Na gut, dann red nochmal mit dieser Natascha und sag ihr, was es für Folgen hat, wenn sie lügt. Meinst du nicht, dass Gerda Hennebach ein sehr viel stärkeres Mordmotiv hat als ihr Sohn? Ich meine, so wie ihr Mann sie beschissen hat? Das denke ich aber auch. Sie hat ihren Kontostand erst gestern in der Mittagspause erfahren. Und der Bankangestellte hat gesagt, sie wäre völlig ausgerastet. Glaubst du eigentlich, dass zwischen ihr und dem Erich Wiedemann was läuft? Bin ich ein Hellseher? Ja, vielleicht wollte er Gerda aussehen. Konnte ja nicht wissen, dass ihr Ehemann schneller war. Ja, oder sie hat den Wiedemann auf ihren Mann angesetzt. Wo würdet ihr Bargeld parken? Bei jemandem, dem ich vertraue. Gut, dann reden wir morgen nochmal mit Elke Eisen. Schönen Feierabend. Dir auch. Was ist los mit dir? Nichts. Danke. Du glaubst nicht, dass Gerda Hennebach ihren Mann getötet hat, oder? Ja, das ist nur so ein Gefühl. Und ein Gefühl, wie du weißt, hat mich seit 30 Jahren nicht verlassen. Ja. Selten verlassen. Kann es sein, dass dein Gefühl diesmal ein bisschen stärker ist als normalerweise? Habe ich mich so aufgeführt? Ja, das ist nur so ein Gefühl. Trinkst du noch ein Bier mit? Ja. Noch ein Bier bitte. Fast jedenfalls.
Jetzt weißt du's. Wie platt. Das interessiert mich nicht. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Was ist los, Gerda? Du kannst gehen. Du kannst gehen. Prospekte besorgt. Guck mal, wie findest du den? Der ist in einem ägyptischen Sarkophag nachempfunden. Ich finde, das passt viel besser zu Andreas als so eine spießige Eichenkiste. Wie lange ging das schon mit euch? Wie lange habt ihr mich belogen? Hat sich's wenigstens gelohnt? Kannst du mir jetzt den Sarkophag selber kaufen? Ein Jahr. Es tut mir leid, Gerda. Ich habe ihn geliebt. Ach so, ja. Hast du ihn geliebt? Ich habe dir nichts weggenommen. Du hast ihn doch gar nicht mehr geliebt. Hast du das Geld? Ist das alles, was dich interessiert? Nein. Es interessiert mich nicht. Aber es ist mein Geld. Frau Eisen? Hallo, Frau Eisen. Entschuldigen Sie, dass wir einfach so reingekommen sind. Aber wir sind auf der Suche nach 600.000 Euro. Wir können Ihnen auch die ganze Wohnung auf den Kopf stellen, wenn Sie das wollen. Ich habe das Geld weder gewollt noch verlangt. Andreas wollte mit mir ein neues Leben anfangen. Eine Eigentumswohnung am Clara Zetkin Park. 200 Quadratmeter für 400.000 Euro. Die restlichen 200.000 sind in dem Bankschließfach. Ich habe keinen Cent davon angerührt. Wo waren Sie gestern zwischen 17 und 18 Uhr? Bei der Maklerin. Die Adresse steht in dem Vertrag. Ina, ich würde... Ja, ich weiß schon. Ich warte unten. Die Wohnung werden Sie wahrscheinlich nur mit großem Verlust verkaufen können. Und jetzt sagen Sie mir endlich, was passiert ist. Andreas hat behauptet, er hat das Geld angelegt. Aber er hatte keine Belege. Er hat wirklich gedacht, ich bin blöd. Und dann? Dann habe ich ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder das Geld ist in 3 Tagen wieder auf dem Konto, oder ich nehme mir einen Anwalt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Mein Mann hat andauernd gelogen.
Und ich lüge einmal und werde gleich erwischt. Das ist doch keine Antwort. Ich schäme mich ja auch. Normalerweise lüge ich nicht. Damit Sie es gleich wissen. Ich habe doch mit Wiedemann geschlafen. Gestern Nacht. Ich war wütend und traurig. Und einsam. Und er war da. Ich habe mir für eine Weile vorgestellt, dass er es ernst meint. Okay. Gut, danke schön, tschüss. Danke. Die Untersuchungen der Fasern, die an der Leiche gefunden worden sind, sind abgeschlossen. Der Täter trug wahrscheinlich einen grünen Pullover aus einem Synthetik-Schwurwolle-Gemisch. Ja gut, dann soll der Jan Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung von Oliver Hennebach, Erich Wiedemann und Gerda Hennebach besorgen. Okay. Ich habe mich mal erkundigt, wer solche Studios einbaut. Jetzt rate mal, was ich rausgekriegt habe. Du hast erst gestern deine Schulden bezahlt. 120.000 Euro. Plus Zinsen. Ja, und du hast sie nicht freiwillig bezahlt. Nee, da muss doch jemand mal ein bisschen nachhelfen. Und ich meine, so eine Hütte gibt's ja auch nicht umsonst, oder? Warum hat Ihre Mutter Ihnen eigentlich erst jetzt das Geld gegeben? Nachdem Ihr Vater umgebracht worden ist. Es war mir einfach peinlich, Sie anzuschnurren. Außerdem ist mir der Ernst der Lage erst durch den Überfall hier richtig klar geworden. Das ist doch Quatsch. Du weißt doch ganz genau, wie ernst die Lage ist. Und außerdem weißt du, dass du die Kohle nie bekommen hättest, solange dein Vater lebt. Schön, dass Sie so genau wissen, was ich weiß. Aber Sie täuschen sich. Mensch, meine Mutter ist doch alt genug, um selbst zu entscheiden, ob sie mir Geld gibt oder nicht. Natascha hat dein Alibi platzen lassen. Ja, unter Tränen. Also es tut dir auch echt leid, die ganze Sache. Ich verstehe das nicht. Warum haben Sie sich ein falsches Alibi besorgt? Vielleicht, weil du deinen Vater umgebracht hast? Jeder wusste, dass unser Verhältnis nicht das Beste war. Woran lag's? Er war ein eingebildeter Egozentriker. Meine Mutter war nichts weiter für ihn als eine minder bemittelte Haushälterin, die nebenbei noch ein bisschen Kohle ranschafft. Und Sie? Ich bin Versager. Mein Studium ist ein Reinfall. Meine Musik ist Dreck. Mein Charakter mangelhaft, mein Körper schlaff. Mein Geist der dekadenten amerikanischen Schrottkultur verfallen. Wollen Sie noch mehr hören? Hennebach, es tut mir leid, ich muss Sie mitnehmen. Alles klar. Warum denn? Ich hab ihn nicht umgebracht. Wir haben den Pulli gefunden. Tja, ich würde mal sagen, eine kleine Entschuldigung ist jetzt fällig, oder? Nö. Diese Wollfasern konnte die Spurensicherung an der Leiche von Andreas Hennebach sicherstellen. Das Labor hat die Fasern eindeutig diesem Pullover zugeordnet, den wir in Ihrer Wohnung gefunden haben, Herr Wiedemann. Wie kommen die Fasern an die Leiche, Herr Wiedemann? Ich habe die Leiche nicht angerührt. Und ich glaube Ihnen nicht. Sie haben Andreas Hennebach umgebracht. Sie spielen den Witwentröster. Sie nutzen die Verwirrung und Einsamkeit von Frau Hennebach aus, um sie ins Bett zu kriegen. Und wozu das alles? Um an die Million zu kommen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass die Million schon längst weg ist. Das Geld interessiert mich nicht. Wer sagt, Geld interessiert ihn nicht, der lügt. Sind Sie sicher? Was würden Sie denn mit einer Million machen? Ich wette, Sie würden weitermachen wie bisher. Gut, vielleicht würden Sie irgendwann mal nach Bora Bora fliegen oder was weiß ich. Aber können Sie sich ein Leben ohne Arbeit vorstellen? Nein, das könnte ich nicht. Also was? Ich habe auch nie krumme Sachen gemacht, um an Geld zu kommen. Damals dachte ich, ich brauche das Geld, um bei bestimmten Frauen Eindruck zu schinden. Ja, jetzt suchen Sie die Frauen, die Geld haben. Worüber reden wir hier eigentlich? Darüber. Darüber reden wir. Er ist mir in die Arme gestolpert. Das war so gegen zwei. Ich hatte den Müll runtergebracht und dann bin ich die Treppe hoch und da
kam Hennebach mit einem Wäschekorb mir entgegen. Ja, er ist die Treppe runtergelaufen und gefallen. Ich konnte ihn gerade noch auffangen. Der hatte eine ganz schöne Fahne. Mit dieser Version kommen Sie nicht durch, Herr Wiedemann. Ich glaube, Sie haben auf ihn gewartet. Oder hat Sie Gerda Hennebach angestiftet? Sind Sie noch ganz bei Trost? Gerda soll mich angestiftet haben? Es hat ihr auch keiner zugetraut, dass sie eine Million gewinnt. Doch, ich hab's ihr zugetraut. Ich weiß, dass sie klug ist, dass sie freundlich ist, gütig, humorvoll, ehrlich. So ehrlich, dass es manchmal wehtut. Aber dafür liebe ich sie nur noch mehr. Wenn sie so ehrlich ist, warum hat sie dann gelogen? Wenn Gerda lügt, dann muss sie einen verdammt guten Grund dafür haben. Frau Hennebach, würden Sie bitte mitkommen? Wir haben Herrn Wiedemann vorläufig festgenommen. Einige Indizien sprechen dafür, dass er Ihren Mann getötet hat. Hat er gestanden? Nein, aber er hat sich selber schwer belastet. Und offen gestanden, ich kann es nicht verstehen. Hey, sei doch froh, dass es vorbei ist. Hm? Wieso, was hat er gesagt? Er hat zugegeben, dass er sie liebt. Ohne Not. Der Staatsanwalt wird ihm sicher einen Strick daraus drehen. Glauben Sie ihm? Ja. Ich glaube ihm. Dir kann doch scheißegal sein, ob dieser Mörder auf dich steht oder nicht. Aber er hat gesagt, dass er es nicht getan hat. Wie naiv bist du eigentlich? Willst du schon wieder auf so einen Mistkerl reinfallen? Einer von den Mistkerlen war dein Vater. Oh ja. War er deshalb kein Mistkerl? Hm? Verprasst mit seiner Schickse dein Geld? Das war auch meine Schuld. Du nimmst ihn doch nicht in Schutz. Doch, kein Mensch verdient so einen Tod. Er hätte dir keinen müden Cent zurückgegeben. Bei der Scheidung hätte er die Hälfte von der Kohle kassiert. Beziehungsweise von dem, das noch übrig war. So ist die Rechtslage. Lotterie- und Quizgewinne fallen unter die Zugewinngemeinschaft. Zur Not hätte er einfach behauptet, er hat das Geld verspielt. Er war sich verdammt sicher. Woher weißt du das? Ich habe mich erkundigt. Das meine ich nicht. Woher weißt du, dass er es wusste? Mittags wusste dein Vater das noch nicht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Dein Vater war nach unserem Streit beim Anwalt, stimmt's? Er hat sich informiert, stimmt's? Entschuldige, entschuldige bitte. Als ich nach Hause kam, ist Oliver aus dem Haus gelaufen. Er ging zu seinem Auto und raste los. Mann, ich hab's dir doch gesagt, dass ich mit ihm reden wollte! Du hast ihn doch nicht angetroffen. Und? Ich hätte doch mit ihm gesprochen. Aber das Gespräch ist anders verlaufen, als Sie sich erhofft haben. Richtig?
Er sollte mir erklären, mit welchem Recht er mich als Nichtsnutz und Betrüger beschimpft. Nur weil ich geschäftlich ein bisschen Pech hatte. Der. Es war ihm egal, ob die Geldeintreiber mich fertig machen. Ich hätte mich totschlagen können, er hätte mir nichts gegeben. Hättest du doch mich gefragt. Ich wollte, dass er es mir gibt. Ich wollte, dass er sagt, hier, mein Sohn, ich habe so viel verprasst. Nimm das Geld und werde glücklich. Das wäre doch das Mindeste gewesen, oder? Und dann haben sie zugeschlagen. Ja. Dann habe ich zugeschlagen. D sagen. D? Bist du sicher? D. Gut. Dann locke ich dich jetzt ein. Tja, Miguel. Antwort D ist richtig. Ja! Okay, aber jetzt kommt die 200.000 Euro Frage. Das ist mal eine anständige Frage. Also, welcher berühmten Mailänder Passage ist die Leipziger Mädler Passage nachempfunden? A. Der Galleria Vittorio Emanuele. B. Der Galleria di San Michele. C. Der Galleria Maria della Vittoria oder D. Der Galleria del Quirinale? Was ist das für eine Frage? Das ist eine 200.000-Euro-Frage. Was erwartest du? Also ich sehe schwarz. Wenn du dich wirklich bei dem Quiz da bewerben willst, dann muss das besser werden. Sie könnten ja vielleicht Ihren Quizpartner anrufen. Zimmermann? Also gut, ich würde sagen, Okay, ich habe verstanden. Wie viel heißt Maria della was? Maria della Vittoria. Danke. Einsatzmänner, ein Toter in der Stuttgarter Allee. Vittorio Emanuele. Und jetzt Schluss, wir müssen... Wo liegt der Tote? In der Waschküche. Gleich. Morgen. Na, wie sieht's aus? Wir können, wir sind dann soweit fertig. Der Rigor ist noch nicht ausgebildet. Die Leichenstarre, Frau Doktor. Gut aufgepasst.
Ich schätze, er ist höchstens 1 bis 2 Stunden tot. Die Fingerabdrücke wurden abgewischt, vermutlich mit einem Wäschestück oder ähnlichem. Aber alle Spuren genau auszuwerten, wird eine Weile dauern. Er sieht ja, wie viel Zeugs hier rumliegt. Wahrscheinlich hat sich das Opfer über die Wäsche gebeugt, als der Täter zugeschlagen hat. Also der Tote heißt Andreas Hennebach, 52 Jahre alt, wohnt hier im Haus. Ansonsten ist das Portemonnaie bis auf den Ausweis komplett leergeräumt. Hennebach? Sagt mir irgendwas der Name. Gerda Hennebach. Genau, ist es nicht die Frau, die vor ein paar Wochen die Million bei diesem Quiz gewonnen hat? Stimmt, das Leipziger Superhirn. Hm. Naja, dann, Ina, komm mit. Hallo? Guten Tag. Frau Hennebach? Ja? Mein Beileid. Troschke. Hauptkommissar Troschke, Kripo Leipzig. Das ist meine Kollegin Ina Zimmermann. Guten Tag. Ilke Eisen. Ich bin die Nachbarin. Oder besser Freundin. Ja gut, dann kommen Sie doch bitte gleich mit mir. Soll ich dir dann noch einen Kaffee machen? Nein, danke. Hab ja noch. Oh, das ist ja... Das ist ja ein tolles Stück. Hat mein Mann gekauft. Aber ich schaff's nicht mal, meine CDs darauf abzuspielen. Ja. Dafür haben Sie 1 Million gewonnen. Leider. Könnte es sein, dass der Tod Ihres Mannes mit dem Geld zu tun hat? Womit sonst? Der hat sich aufgeführt wie ein kleines Kind. Der hat die Taschen vollgestopft mit Bargeld. Und da draußen hängen so viele rum und haben nichts. Keine Arbeit, kein Geld. Haben Sie vielleicht eine Videoaufzeichnung von diesem Quiz? Ich hab's leider verpasst. Danke. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Beim Frühstück, bevor ich zur Arbeit ging. Wo arbeiten Sie, Frau Hennebach? Im Gartencenter. War in der Erwachsenenbildung. Lehrer für Deutsch und Russisch. Russisch war für ihn die allerschönste Sprache. Haben die Hennebachs Ihnen mal gesagt, was Sie mit dem Geld vorhatten? Nein. Über sowas unterhält man sich doch mal. Ja, schon, aber... 1 Million ist ziemlich viel Geld. Das macht manche Leute nervös. Manche werden gierig. Das ist Oliver, der Sohn. Aha. Also, wenn es einer auf das Geld abgesehen hat, dann er. 2 Jahre hat er sich nicht blicken lassen. Aber jetzt, wo das Geld da ist, steht er dauernd auf der Matte. Ich habe schon 16:30 Schluss gemacht. Mir war nicht gut. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Da war ich so 6 hier. Gehen Sie öfter zu Fuß nach Hause? Ich dachte, die frische Luft tut mir gut. Vor 125 Jahren, am 9.06.1878, gründete Ernst Pinkert in Leipzig einen kleinen Privatzoo, den heutigen Leipziger Zoo. Pinkerts Interesse an den Tieren kam durch seinen Beruf als A. Zoologe, B. Biologe, C. Gastwirt oder D. Anthropologe. Da würde ich gern meinen Quizpaten fragen. Gerne doch. Erich Wiedemann. Ja, Pinkert hatte 1873 die Gaststätte zum Pfaffendorfer Hof übernommen und wollte die Gäste mit exotischen Tieren anlocken. Die Antwort ist C, Gastwirt. Und das ist korrekt. Frau Hennebach, darf ich fragen, was Sie mit der Million machen werden? Ja, die habe ich ja noch nicht. Hier ist die Frage.
Am Eingang der deutschen Bücherei prangen die drei sogenannten Gaffköpfe. Welcher der folgenden Herren ist nicht dabei? A. Goethe, B. Bach, C. Gutenberg oder D. Bismarck? Ich hätte gern schön Garten. Also mit gutem Boden und viel Sonne und windgeschützt müsste er sein. Und er müsste 5000 Quadratmeter haben oder noch besser 10.000. So anspruchsvoll sind Sie wohl gar nicht. Sie sollten aber am besten erstmal die Millionenfrage beantworten. Ja, ja. Entschuldigung. Bach. B. Bach gehört da nicht hin. Die Gaffköpfe sind Goethe, Gutenberg und Bismarck. Tut mir leid, Frau Hennebach. Sie haben die Million. Erich Wiedemann, geboren 1960 in Delitzsch, ledig, arbeitet als Nachtportier im Hotel Elsterhof. Vor der Wende wurde er mehrfach verhaftet, weil er mit Autoteilen und Heimelektronik aus dem Westen gehandelt hat. Nach der Wende war er kurz mal als Wachmann bei einer Elektronikfirma, wurde 1990 aber zu 2 Jahren verurteilt, weil er Einbrechern beim Einstieg in die Firma verholfen hat. Und jetzt ist er sauber. Offiziell schon. Was ist mit dem Sohn von den Hennebachs? Der ist 23, studiert Jura und nennt sich freier Musikproduzent. Hat wohl auch mal sowas wie einen Mini-Hit gehabt mit ein paar Hip-Hopern aus Leipzig, aber. Ja, waren es A-Linie 38, B, JT Cone Island oder C. Jan, kümmere dich um diesen Sohn von den Hennebachs, um diesen Oliver und was sagt die Spurensicherung? An der Leiche wurden Textilfasern gefunden, aber genaueres wissen wir erst morgen. Und ich denke ja, wir haben es mit einem Affekt da zu tun. Wahrscheinlich kannten sich der Täter und das Opfer sogar. Jedenfalls muss der Täter eine Mordswut gehabt haben, sonst hätte er nicht 3-mal mit voller Wucht zugeschlagen. Das könnte auch ein Raubüberfall gewesen sein, ne? Glaube ich nicht. Bei einem Raubüberfall hätten die Täter ein Messer oder einen Totschläger benutzt oder sowas. Auf jeden Fall nicht auf irgendein Rohr zugegriffen, was da zufällig rumliegt, oder? Gibt's Zeugen? Nee, nichts. Aber wir haben noch nicht alle Nachbarn durch. Und einer muss das Alibi von der Gerda Hennebach überprüfen. Ja, guten Tag, mein Name ist Eisen. Ich habe nur mal kurz eine Frage. Wenn ich bei Ihnen ein Schließfach anmiete, wird der Inhalt dann irgendwie registriert? Ja, danke. Wiederhören. Was wegen der Beerdigung unternommen? Nein. Ich könnte ja mal ein paar Prospekte von verschiedenen Beerdigungsinstituten besorgen. Was meinst du? Ja, es wäre schön. Na dann, bis später. Ja, tschüss. Tschüss. Herr Wiedemann? Ja? Trautschke, Kripo Leipzig. Sagen Sie, das ist doch eine Anlage von den Hennebachs. Ja, das bringen Sie zurück. Frau Hennebach kann nichts damit anfangen. Genauso wenig wie mit der Kiste da. Die hat den Mann auch gekauft. Braucht kein Mensch. Nützt höchstens der OPEC. Ach, die hat ihr Mann. Tja, wenn seine Frau auch eine Million gewinnt. Sie sagen es. Seine Frau. Macht sich auch gut als trauernde Witwe. Wieso? Hatte die was mit dem Hennebach? Ach übrigens, wenn Sie zu Frau Hennebach wollen, die ist nicht in ihrer Wohnung. Die finden Sie oben auf dem Dach, bei ihren Pflanzen. Ach, sagen Sie, wieso hat Frau Hennebach eigentlich Sie mitgenommen, nicht Ihren Mann, zu dieser Quizshow? Quizshows waren unter seinem Niveau. Ich habe doch noch eine Frage. Und zwar, haben Sie gestern zwischen 17 und 18 Uhr nichts mitbekommen? Nein. Wo waren Sie da? In meiner Wohnung. Allein.
Ach übrigens, der Fahrstuhl ist kaputt. Ich weiß. Das tut gut. Schön haben Sie es hier. Tag. Tag. Die Stones. Als die 73 in München waren, habe ich allen Ernstes überlegt, ob ich nicht den Westen abhauen sollte. Mein Mann hat die Stones gehasst. Der hat nichts akzeptiert außer Bach. Hatten Sie denn auch Gemeinsamkeiten? Der Alltag, die Gewohnheiten. Morgens aufstehen, abends schlafen gehen, essen. Bisschen wenig, was? Aber ich hab's nicht mal gemerkt. Und wann haben Sie es gemerkt? Mit einer Million wird der Alltag überflüssig. Man kann tun, was man will. Und da merkt man dann, dass man völlig unterschiedliche Vorstellungen hat. Haben Sie mal das Auto da unten gesehen? Und im Keller stapeln sich die Champagnerkisten. Können Sie gerne eine mitnehmen. Ist nicht meine Welt. Meine auch nicht. Haben Sie dem Herrn Wiedemann eigentlich ein bisschen Geld abgegeben von Ihrem Gewinn? Nee, noch nicht. Aber ich habe an 10.000 Euro gedacht. Finden Sie das zu wenig? Tja, der hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Jetzt, nachdem Ihr Mann tot ist? Ich habe kein Verhältnis mit ihm, falls Sie das meinen. Und darum kann er sich auch nicht mehr Hoffnung machen. Entschuldigung. Hennebach? Ja. Was denn? Ist es so dringend? Ja, ja, ich bin in einer Stunde da. Tschüss. War nichts Wichtiges. Sagen Sie, hatte Ihr Mann ein Verhältnis? Möglicherweise mit Elke Eisen? Wie kommen Sie darauf? Oh, nur so. Ich kenne Elke seit 10 Jahren. Sie ist meine beste Freundin. Geht's? Ich glaube, das ist Ihre. Kommissar Alvarez. Ich hab mir erlaubt, in den Taschen nachzusehen. Ich meine, Sie spazieren hier einfach rein. Was ist passiert? Einbrecher. 2 Maskierte. Die haben mich überrascht. Ich war hinten im Studio. Bei Ihrer Flucht müssen die wohl über Sie gestolpert sein. Und fehlt was? Ein paar hundert Euro und eine Digitalkamera. Das ist schon komisch, was in letzter Zeit so passiert. Erst gewinnt deine Mutter 1 Million, dann wird dein Vater in der Waschküche erschlagen und anschließend wirst du auch noch mitten am Tag ausgeraubt. Tja. Ich glaube jetzt alle bei uns ja was zu holen. Die Zeiten sind schlecht. Hast du deshalb deine Mutti neuerdings wieder so lieb, ja? Meine Mutter braucht mich jetzt, okay? Die Arme weiß doch überhaupt nicht, wie ihr geschieht.
Würden Sie das bitte sein lassen? Wo warst du denn gestern, als dein Vater erschlagen wurde?